Hallo, hier ist der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch ein Programm, und zwar das Programm Osric, mit dem ihr euren Systemstart umändern könnt. Gut, wir öffnen das. Wichtig, immer als Administrator ausführen. Einfach aus dem Grund, damit ihr euch alle Registriereinträge anzeigen lassen könnt. Gut, ihr könnt mit dem Programm natürlich nicht nur euren Systemstart anpassen, indem ihr Einträge löscht, sondern ihr könnt auch Programme hinzufügen und diese nach einer bestimmten Zeit erst starten lassen. Gut, wir gehen jetzt erstmal auf Analyse und lesen unser System aus. Jetzt zeigt er uns die ganzen Einträge vom Systemstart und markiert sie uns noch als empfohlen oder nicht, also ob eine Optimierung empfohlen ist oder nicht. Wir können jetzt ganz normal einfach Google Update zum Beispiel mal löschen und schon ist der Eintrag raus. Wir können jetzt aber auch sagen, wir optimieren jetzt beispielsweise Screenpresso. Einmal markieren, dann optimieren. Und jetzt fragt er uns, ob er die Registry-Einträge löschen soll. Damit löscht er natürlich nicht alle, sondern Osric legt einen Registry-Eintrag ab und der Registry-Eintrag, der schon vorhanden war. Natürlich löschen wir den alten, weil sonst hätten wir ja zwei. So, das Programm startet dann einmal neu und legt uns gleich eine erste Zeile Screenpresso rein. Da sieht man es. Und er sagt hier auch noch, dass das Programm nach 3 Sekunden gestartet werden soll. Gut, wenn wir jetzt hier einen Haken reinmachen, ist das Programm aktiviert. Also beim nächsten Systemstart sollte dann alles so funktionieren. Wir können natürlich auch noch eigene Programme auswählen, zum Beispiel Firefox, und ihm dann sagen, dass er unsere Lieblingsseiten noch mitstarten soll. Dazu gehen wir einfach auf Durchsuchen. Dann gehen wir auf Programme. Also wir suchen jetzt einfach das Programm aus, gucken, wo es liegt. Mozilla Firefox beispielsweise. Und wählen die Exe aus. Wir können jetzt noch Folgendes machen. Wir schreiben dahinter, also Leerzeichen, dann den geraden Strich, den Trennstrich und sagen jetzt noch www.supportnet.de. Und schon würde er uns beim Starten vom Firefox SupportNet die Seite aufrufen. Wir sagen, das kann er uns nach 10 Sekunden machen, das reicht uns vollkommen aus. Und aktivieren beides. Gut, wir können jetzt noch Folgendes machen. Wir können jetzt sagen, dass das Programm Osric mit dem Systemstart gebootet werden soll, dass es dann gleichzeitig in die Trayleiste gelegt werden soll. Dann geben wir noch die Option Beenden an. Das heißt, wenn die beiden Programme ausgeführt wurden, dann soll das Programm automatisch geschlossen werden. Dann entfernen wir noch das Startlogo, um einfach den Systemstart noch ein bisschen zu beschleunigen. Und wir machen noch den Haken rein bei gleiche Registriereinträge löschen. Das heißt, in dem Fall würde er dann den alten Eintrag von Firefox vom Systemstart rauslöschen, sodass sie nicht doppelt sind. Gut, dann einfach auf Übernehmen gehen und das war's schon. Habt ihr irgendwie einen Fehler gemacht oder wollt irgendwas rückgängig machen, könnt ihr auch nochmal auf Analyse gehen, könnt Wiederherstellung sagen und dann zeigt ihr an, was geändert wurde. Und dann könnt ihr jetzt hier einfach einen Haken reinmachen, sagen Wiederherstellen und das war es dann schon. Jetzt ist es hier wieder drin. Gut, das war's und viel Spaß beim Ausprobieren.